Willkommen zu der 2024 Global Message Believer Convention. Lass uns aufstehen. Wir werden den Gottesdienst beginnen. Steadfast love of the Lord, let's start with that. The steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. Appreciate the steadfast love that has brought us through. The steadfast love of our Lord never ceases. His mercies never come to an end. One more time to him this evening. The steadfast love of our Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new. Wir laden Bruder Pastor Ken Griffin ein zum Gebet. I'm so thankful for the steadfast love of the Lord. We are thankful for him today. We are thankful for these meetings. We're thankful that Jesus is with us. Er ist online zugeschaltet, also braucht er wissen. I pray now that God just bless each and every one of you that's come to these meetings. And now we're just going to pray that the Lord just bless us tonight. Den Herrn. Heavenly Father, we just take this service before you. Dankbar, dass Jesus mit uns ist. Dankbar für die. Lord, that you just manifest your glory. Bless these people. Gesegnet sein möge der Zündung. Lieber Jesus Christus, wir legen die Sammlung deiner Hände. Willst du deine Herrlichkeit manifestieren? Segne bitte die Diener. Und segne jeden Einzelnen, der von zu Hause gekommen ist, um
an den Versammlungen teilzunehmen. Es ist dein Werk hier in der Endzeit. Möge die Botschaft hinausgewendet werden, Herr. Denn wir wissen, dass dein Kommen nahe ist. Wir möchten bereit sein. Wir möchten nicht nur, dass der Dienst bereit ist, sondern dass jeder Einzelne bereit ist. Wir wissen, dass dein Kommen so nahe ist. Jesus. Es ist die Zeit der Ernte. Hilf uns, dass jeder auch einen Teil gewinnt. Herr Gott, hilf uns bitte, dass unser Wille dein ist, dass dein Wille geschehen wird. Segne bitte auch besonders Bruder Pastor Samuel. Möge es eine großartige Versammlung sein, wie sonst nicht in den Jahren, Herr. Segne bitte die Diener, segne jeden Einzelnen. Auch die, die krank sind und bedürftig sind. Wir beten, dass du diese Bedürfnisse auch erfüllst, Herr. Und segne auch die, die vertrauenslos zuhören, in einer besonderen, mächtigen Weise. Wir glauben dir, wir glauben dein Wort. Und Jesus sagt es, wenn wir irgendwas in deinem Namen fragen, wirst du es zu uns geben. Wir danken dir, Herr Jesus, Segnung. Wir beten das alles. Wir geben dir Ehre. Jesus Christus Namen. Amen. The land, beautiful land, come where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day. Jesus, the light of the world. We'll let him hear it again. We're going to walk in this light. Oh, we'll walk in the light. Beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day by night. Oh, Jesus, the light of the world. Oh, tell him again. Walk in the light, beautiful light, come where the dewdrops of mercy are bright, shine on the Jesus, the light of the world. Hallelujah. You may have your seat. We have some specials this evening. I want to invite Sister Jocelyn at this time to bring forth her special. Ihr könnt euch setzen, wir haben jetzt noch einige Lieder heute Abend. Ich möchte Schwester Cheslin einladen, um ihr Lied zu singen.
blessed during this convention. I hope everybody is blessed. And I chose a song to honor the Holy Ghost. But when I choose the song, I do it rapidly. But Pastor Notter, yeah, you confirm my choice of the song in your preaching. Gesegnet hier an den Versammlungen. Ich hoffe, dass jeder gesegnet ist. Als das Lied ausgesucht habe, war es schnell und der Pastor predigt. Er ist unser Herr und er ist unser Führer. Und ich werde mit der Klarinette spielen und ich werde in Französisch und Englisch singen. Möge die Musik ein süßes Parfüm seiner Herrlichkeit sein. Tu vis que j'étais perdu, berger d'amour, tu te préoccupais de moi, tu m'as cherché. Tu m'as trouvé, tu m'as
place. I will do by memory because I don't find it on my phone. Shepherd of love, Savior, Lord and guide. Shepherd of love, you always care about me. Amen, amen. Thank the Lord for that special session, Jocelyn. Appreciate it. At this time, we're going to invite Pastor Ronnie and Sister Elfelda to bring their special for us this evening. Amen, amen. Jetzt nehmen wir Pastor Ronnie und Schwester Elfelda ein. Good evening to everyone, and praise the Lord. We would like to sing a joyful song to the Lord tonight, and I and my wife, Sister Fleda, all the way from the Philippines, we send you greetings from our church, the Spoken Word Christian Assembly. The Bible said we must rejoice and be glad, give honor to him, for the man has come, and his wife had made herself ready. Praise the Lord. Grüße der Spoken Word Assembly. Die Bibel sagt, wir müssen uns freuen in den Herrn und ihm die Ehre geben. Was im Herrn. Is Jesus, Jesus, oh, sad hearts weep no more. He has healed the broken hearted, open wide the prison door. He is able to evermore. Oh.
days go by. Oh, what a love between the Lord and I. Keep falling in love with Him over and over and over and over again. His name is Jesus. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. Oh, it's real that I feel when I get together with God's wonderful people. It can be just anywhere. Three are gathered there, and the Spirit of the Lord will be there too. There's no fellowship so sweet, there's no thrill that can compete with the thrill that I feel whenever God's children meet. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. All the thrill that I feel get together with God's wonderful people. God's wonderful people. God's wonderful people. Praise the Lord. To God be the glory. Hallelujah. Thank the Lord for that blessing. Amen and amen. Let us invite our brother Stefan to take up the offering. Lass uns Bruder Stefan einladen für die Opfer. God bless the church. Amen. Let us pray. Heavenly Father, it is such a blessing to be in your presence tonight. Your brothers gather around the world to be with us with the 8 days feast of the Global Convention through Zoom and online. Euch, Gemeinde. Himmlischer Vater, ich will uns segnen heute. Willst du mit uns sein heute bei der globalen Versammlung? Wir danken dir und wir legen die Versammlung in deine Hände und segnen auch die Gaben, das Geld und die Zeit. Du bist es, Herr. Du bist du, den Gottesdienst segnen. Amen. Let us worship the Lord. Amen, amen. Blessings and glory. Let's clap our hands.
Wir lieben den Gottesdienst in deiner Herr, Jesus Christus Namen. Amen.
Thank you, Brother Dwayne. Great job. God bless you. And good to see every one of you. Amen. Blessed be the name of the Lord. How many are happy to be in the house of the Lord tonight? Woo! Glory, 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 glory. Well, I just want to thank you, Jesus. Danke, Bruder Dwayne. Großartiger Job. Es ist schön, jeden von euch hier zu sehen. Amen. Segne es in den Namen des Herrn. Wie viele sind glücklich, heute im Haus des Herrn zu sein? Glory, glory. I'm telling you that we're really having a good time. Ich möchte Bruder Joel danken. Und auch dafür, dass er ihr Gastgeber ist, ein Pastor. Sammlung ja. Gestern war großartig. Eine großartige Zeit. If you can switch a little bit and get Maria on for this particular song and then you come back, that would be very, very good. Well, we're going to Sehr gut, wenn du mit dem besonderen Lied nochmal zurückkommen kannst. Und wir sind bereit, jetzt den Prediger für heute vorstellen zu dürfen. Oder Ronny. Milevo von der Spoken Word Christian Assembly aus den Philippinen, Quezon City. Vorher singen wir aber noch ein Lied. The younger, weaker to the end.
for you is interceding. So come boldly to the throne. Hallelujah. Just like sheep, we have gone astray. That's right. Struggling beneath the debt we could not pay, not ever hoping to renew the love and fellowship that we once knew. But he began to intercede. Father, please forgive my plead. And as the nail pierced in his hands, God's was a virtual heart to man. Everybody, and he's ever intercede. God, only believe, all things are possible. Only believe. Halleluja. Herr, ich ehre im Herrn. Glaube nur. Ja, ich glaube, während wir den Pastor Ronnie einladen. Amen. Gott segne euch alle. Schön, euch zu sehen. Ihr könnt euch setzen. Preist Gott.
Preist den Herrn. Amen. Es ist gut, im Haus des Herrn zu sein heute Abend. Amen. Wir sind hier, um Gott anzubeten und von ihm zu hören. Und Gemeinschaft, um das Wort des Herrn zu haben. Ich bin dankbar und bevorrechtigt auch wieder hier bei der 2024 Global Convention eingeladen zu sein, die hier geleitet wird von Pastor Samuel. Und wir danken auch allen Gemeinden, die teilnehmen und auch den Predigern von der ganzen Welt, hier von Indien zum Beispiel, aus Südkorea und Südafrika natürlich und von Frankreich, glaube ich, und Quebec. Natürlich sind wir ein Leib in Jesus Christus. Wir sind eine Familie in Jesus Christus. Und die Bibel sagt, ich kann nicht zur Hand sagen, ich brauche nicht. Oder der Mund zu Füßen. Wir brauchen einander. Weil wir sind alle vorherbestimmt von Gott vor Grundlegung der Welt. Er hat unseren Namen im Lammesbrust des Lebens geschrieben und er ist verpflichtet, dich zu finden. Egal, wo du bist. Es ist nicht um uns. Es geht nicht um uns. Es geht um Jesus, um seine Auswahl. Und wir sind hier versammelt mit der Botschaft in der Endzeit, um uns auch hier auf die Entrückung vorzubereiten. Und unser Thema heute Abend ist, lasst uns heute das Licht des Zeitalters sein. Wenn wir nur nach Gottes vollkommenen Willen leben, sind wir Gottes wahre Lichtträger sein. Die wahren Lichtträger. Nun, da war ein Lichtträger von Gott. Er ist aber gefallen, es war Lucifer. Aber er ist auch ein Fake. Er wollte so sein wie Gott. Und er ist aus dem Himmel rausgeschmissen worden. Und die wahren Kinder Gottes, die Gene vom Vater, wir sind diese Gene, die jetzt manifestiert sind in diesem Zeitalter. Amen. Ich glaube, dass wir Licht der Welt sind. Wir sind das Salz der Erde, wie Jesus sagt. Und mögen wir benutzt werden, so wie das Wort auch wieder Fleisch wird, so wie Jesus auch unser Herr ist. Er ist das Maskuline, der maskuline Teil, und wir sind der feminine Teil von Jesus. Also werde ich jetzt die Schrift vorlese. Lade ich euch ein, aufzustehen, aus Respekt. Wir lesen drei Schriftstellen aus der Bibel. Johannes 1,4. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 1. Johannes 1,5. Und das ist die Verkündigung, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Hebräer 12,29. Denn unser Gott ist ein verzehrender Feuer. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen auch jetzt an diesen Gnadenthron heute Abend. Wir sind nicht würdig. Wir sind Sünder durch Gnade gerettet. Herr, wir sind einfach nur Staub. Wir kommen von Asche. Aber du hast uns eine Seele gegeben. Die ist bedürftig. Eine Seele, die ein Teil Gottes ist, die von dir hören muss. Ohne dich können wir nichts tun. Helf uns heute Abend, Herr Jesus. Füll uns mit deinem Heiligen Geist. Füll jedes Herz mit Freude und mit Erwartung. Wir wissen, dass Mensch nicht durch Brot allein leben sollte, sondern durch jedes Wort, was aus seinem Munde Gottes kommt. Bitte vergib uns unser Zu-Kurz-Kommen, Herr. Wir machen Fehler als Menschen, aber durch das Blut Jesus werden wir vollkommen, Herr. Du verwandelst uns alle, so wie unsere Theophanie, wie vor Grundlegung der Welt. Sündenfrei und ohne irgendwelche Fehler. Danke,
Gott, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, dass das Blut geflossen ist, Herr, dass wir brauchen für die Vergebung der Sünden, dass wir erlöst sind, Herr, dass wir regeneriert werden zu denen, die wir waren, wie vor Gründung der Welt. Hilf uns heute Abend, dass wir uns auf dein Wort fokussieren können, dass alles, was uns ablenkt, zur Seite legen und dass wir auf Jesus schauen, der Autor und auch der Vollender unseres Glaubens ist. Und mögest du auch jedes Gebet heute Abend beantworten und segne auch bitte alle Kranken. Mögest du auch den Körper von der Schwester berühren, dass sie sich auch regeneriert von der Schwachheit, die sie erlebt hat. Segne jeden Einzelnen, jede Gemeinde, Herr, jeden Prediger, alle diejenigen, die auch zuhören online und alle Übersetzer mit der Offenbarung deines Wortes, Herr, mit der Kraft, die uns Sieg über Satan, über die Sünden dieser Welt, über unsere Eitelkeit geben. In Jesus Christus Namen bitten wir es. Amen, Amen. Was den Herrn, Gott segne euch. Ihr dürft es setzen. Nochmals. Also unser Titel ist Lichtgeber, Lichtträger dieser Welt. Nun, wir müssen erstmal herausfinden, was die Quelle des Lichts ist. Woher kommt Licht? Nun, es sagt hier, Gott ist Licht. Im 1. Timotheus 6, 15, das sagt es uns direkt. 1. Timotheus 6, 15. Welche wird zeigen zu seiner Zeit, der selige und allein gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht. Und da können wir sehen, dass Gott in dem Licht wohnt. Gott ist ein Geist. Und die, die ihn anbeten, beten ihn im Geist und Wahrheit an, da niemand zukommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewiges Reich. Amen. Also preis Gott. Wir können hier sehen, dass Gott hier in dem Licht wohnt. Dieses Licht, was hier zu sehen war, ist in Moses in dem brennenden Busch auch gezeigt worden. Und hat sein Volk aus den Händen Pharaos rausgenommen. Nun, in 2. Moses 3, 4, 8 lesen wir hier. Aber der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus. Da aber der Herr sah, dass er hinging zu sehen, rief ihm Gott aus dem Busch und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist ein Heiligland. Und sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe gesehen das Elend meines Volkes in Ägypten und habe ihr Schrei gehört, über die, so sie drängen, ich habe ihr Leid erkannt und bin herniedergegangen, dass ich sie errettete von der Ägypter Hand und sie ausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaiter, Hittiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Also Gott ist unser Befreier. Er hat Mose benutzt als Botschafter, als Prophet. Aber es war Gott, der alles getan hat. Er sagte zu Mose, steh still und erkenne, dass ich Gott bin. Er war der die 10 Gebote auf dem Berg Sinai mit seinen eigenen Fingern geschrieben hat. Nun, wenn ihr das Film gesehen habt von den 10 Geboten, 10 Gebote geschaut hat, da konntet ihr sehen, wie die Feuersäule die 10 Gebote auf dem Stein geschrieben hat.
für das Volk Israel. Nun, ihr könnt es auch in 2. Mose nochmal nachlesen. Und Gott hat auch sein Volk aus Ägypten in die Wildernis, in die Wildnis geführt. In 2. Mose 13, 21. Wir haben die Wolke gesehen, ja? In 1963. Und der Herr zog vor ihnen her, des Tages in einer Wolkensäule, dass er sie den rechten Weg führte, und des Nachts in einer Feuersäule, dass er ihnen leuchtete, zu reisen Tag und Nacht. Nun, die Feuersäule war mit ihnen, wo immer sie hingegangen sind. Nun, sie hat den frisches Manna aus dem Himmel gegeben und frisches Wasser aus dem Felsen. Gott hat niemals sein Volk im Stich gelassen. Das Volk hat ihm nicht gehorcht, hat ihn enttäuscht, aber Gott hat sie nie im Stich gelassen. Gott hat gesagt, ich werde euch niemals alleine lassen, eben bis zum Ende der Welt. Und ich werde alle eure Bedürfnisse erfüllen. Halleluja. Und dann kam Gott hinunter auf dem Tabernakelzelt von Moses. Die Shekinah-Herrlichkeit, der Heilige der Heiligen, der den Hohepriester getroffen hat. Und das Lammopfer als Opfer für die Sünden der Leute angenommen hat. Und keiner konnte dorthin gehen. Und diese Feuersäule, was dort passiert, unter der Shekinah-Herrlichkeit. Das Manna ist niemals schlecht geworden. Nun, da war das Zelt. Und Bruder Branham hat gesagt, in der Predigt Why Are People So Tough About, Gott hat Mose und Aaron gesagt, einen goldene Box zu machen, einen Topf zu machen und diesen Topf voll mit Manna zu machen und einen heiligen Ort zu bringen, zum Heiligen der Heiligen, zur Arche. Und das Manna bei der Arche ist niemals schlecht geworden. Es wurde niemals alt. Es hat niemals seine Süßlichkeit verloren. Es war immer gut. Nun, wie eine Person, die zu Christus kommt, sie wird halt auch geschützt. Nun, mit Aarons Stab. Nun, sie haben Aarons Stab genommen und haben ihn auch in die Gegenwart von dem heiligen Ort gelegt. Und als sie das gemacht haben, in einer Nacht ist es groß geworden und geblümt und Mandeln sind gekommen in nur einer Nacht. Denkt darüber nach, in nur einer Nacht, in der Gegenwart des Herrn, dieser alte, tote Stab liegt dort in der Gegenwart Gottes. Und wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, da wird es eine Veränderung in unserem Leben geben. Die alte Natur wird sterben und die neue Natur, die wird in uns leben. Nun, lass uns schauen. Im Alten Testament ist Gott heruntergekommen. Er war derjenige, der auf den Tag zu Pfingsten runtergekommen ist und hat geteilt die 120 20 Gläubige. Nun, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch fällt. Und die gleiche Verheißung auf dich und eure Kinder und Kindeskinder. So viele der Herr, unser Gott, ruft. Wir haben immer noch die gleiche Erfahrung heute und wir müssen den Heiligen Geist haben. So wie Bruder Sam auch immer predigt. Es ist viel wichtiger als deine Arbeit und Karriere, deine Ausbildung. Du musst mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, sonst kannst du nicht in die Entrückung eingehen.
Der Heilige Geist ist das Öl, was die Jungfrau hat, um sich für das Hochzeitsmahl zu qualifizieren. Und wir können es auch in Apostelgeschichte 2,1,4 lesen. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Nun, damit der Heilige Geist kommt, müssen wir auch einmütig sein beieinander. Da muss Einigkeit sein und Harmonie. Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel wie ein gewaltigen Windes und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. Nun, auch Petrus, der ihn betrogen hat. Nun, deshalb hat Jesus gesagt, wenn du halt bekehrt bist, Petrus, stärke meine Brüder. Preis den Herrn. Nun, wir können sehen, dass Apostel Paulus, er hat die Feuersäule getroffen. Lass ihn zurückgehen. Auf dem Weg nach Damaskus, als er versucht hat, Christen zu verfolgen, ist Saulus die Feuersäule entschieden. Und so wie wir lesen in Apostelgeschichte 9,1,5, Saulus aber schraubte noch mit Drohen und Morden wieder die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe in Damaskus an die Schulen, sodass er etliche diese Weges fände, Männer und Weiber, er sie gebunden führte gen Jerusalem. Nun, er hat Christen verfolgte. Und da er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Nun, Saulus hat gefragt, was das Licht ist. Das ist das Licht, das Mose auch erschienen ist. Deshalb hat er auch gesagt: Herr. Jesus turned back into a pillar of fire. Amen. I came from God. He said, I'll go back. Er aber sprach: Herr, wer bist du? Er hatte die Offenbarung der Feuersäule. Der sprach: Ich bin Jesus. Jesus, der wieder zurück in eine Feuersäule gegangen ist und gesagt hat: Ich gehe zurück zu Gott. Und es war Jesus. Herr. Und er sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel zu lecken. Nun, du trittst gegen die Steine. Nun, es ist sehr, sehr schwer, gegen Israel zu kämpfen. Nun, derjenige, der Israel segnet, wird gesegnet. Derjenige, der Israel verflucht, wird auch verflucht. Nun, was auch immer auch die Leute dir gegenüber tun, werden sie auch selber reflektiert erhalten. Nun, das war der letzte Fluch, die auf die Erstgeborenen von Israel kam. Nun, mach dir keine Sorgen, wenn du als Christ irgendwie schlecht über dich geredet wird oder die verfolgt wirst. Sie treten gegen Steine. Nun, Ben Jones gehört mir. Vergib den Feinden. Ben Jones ist meiner. Nun, Bruder Branham sagt hier, nun, hier war Jesus ein großes Licht. Nun, am Anfang war Jesus das Logos. Und das Logos war mit Gott. Und das Logos war Gott. Und das Logos wurde Fleisch. Er sagte,
des Logos, der mit Gott ging. Er war der Engel. Er war die Feuersäule. Nun, er sagt, ich kam von Gott und gehe zurück zu Gott. Ich kam von Gott und ich gehe zurück zu Gott. Und er ist dorthin zurückgekommen, von der Feuersäule in einen Mann. Und dann ist er wieder zurückgegangen. Nun, du hast das Licht auch auf dich. Du kannst es vielleicht nicht sehen, aber der Teufel, der wird es erkennen. Der Teufel hat Angst. Du kannst Teufel austreiben. Du kannst auch die Hände auflegen auf die Kranken. Und die Kranken werden gesund werden und die Teufel werden, Dämonen werden fliehen. Und er sagte, der Logos. Und diese große Quelle vom Geist, die keinen Anfang, keinen Ende hatte, es war die einzige Form von die einzige sichtbare Form des Geistes. Und es war die Theophanie. Das bedeutet Körper. Und der Körper war wie ein Mann, ein Mensch. Und das war die Theophanie von dem Sohn Gottes. Und dieser Logos wurde Fleisch, weil wir auch Fleisch waren. Und die Theophanie des Logos wurde halt Fleisch und kam unter uns. Und es war nichts anderes als sein Aufenthaltsort, sodass die gesamte Quelle in ihm wohnte. Halleluja, preis den Herrn. Gott lebte einfach in diesem Theophaniekörper und wir in seinem Bilde. Vater und Sohnschaft. Nun, er hat, wie Mose gesagt, hat er halt auch den Menschen in seinem Bilde gemacht. Mann und Frau hat er geschaffen. Ein Körper, wie Adam. Und in diesem Körper, einem Körper, war Eva, genauso wie Christus in sich seine Braut hat. Wir sind Fleisch seines Fleisch, wir sind von Knochen von seinem Knochen. Und wir sind die Manifestierung von der Braut Christus heute. Und wir sind der Botschafter und wir sind seine Werbefachleute, wir sind seine Vermarkter. Und die Taten, die ich tue, sollst du auch tun. Und sogar größere Werke sollst ihr tun. Ehre zu Gott. Nun, die gleiche Feuersäule kam zu uns in diesen letzten Tage. Nun seht ihr das Licht dort, meine Freunde? Für die, die es nicht wussten. Bruder Brenner wurde 1933 von Gott eingesetzt. Da kam die Feuersäule runter, als er die 17. Person getauft hat. So wie Johannes der Täufer vor dem ersten Kommen Christus gesendet worden ist, deine Botschaft wird im zweiten Kommen vorhergehen. Nun, wenn du mit dem zweiten Kommen mit Christus kommen möchtest, musst du auf diesen Botschafter hören. Der Prophet von Malachi 4, der die Herzen der Kinder zurück zu den Glauben der Väter bringt. Der siebte Engel. Die Stimme des siebten Engels, die predigt. Da sollten die Geheimnisse Gottes vollendet werden. Es gibt keine Geheimnisse mehr. So wie er es auch verkündet hat durch seine Propheten. Ehre zu Gott. Amen. Wenn du Offenbarung 1,
20 liest, findest du sieben Lichter, sieben Sterne, sieben Botschafter sehen, die von Gott gekommen sind, welche die sieben Geister von Gott sind. Und Ephesus zu Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Und wir haben die Offenbarung erhalten, wer sie waren. Paul wurde den Ephesern gesendet, Ireneus nach Smyrna, Pergamos, Martin, Columba, Thyatira, Luther zu Sardis. Für die Rechtfertigung. Und Wesley Philadelphia und Bruder Brenham für Entrückungsglaube, für die volle Taufe des Heiligen Geistes deiner Seele. Nun, wisst ihr, die Pfingstler, die taufen sich nur von außen. Nun, ihr könnt halt von außen getauft sein. Aber nur die Braut hat das Siegel, dass die Heilige, das Heilige Geist in der Seele lebt, damit es erquickt wird. Nun, das wurde von diesem Botschafter von heute wahrt. Nun, der Bonham sagt, ich bin nur ein Menschensohn, der den Menschensohn offenbart. Nun, er stand einfach nur am Fluss. Er empfängt es nicht von einem Menschen. Nun, die Botschaft, nun der Dienst von diesem Botschafter. Und wisst ihr, dieses Licht wurde aufgenommen. Und von George Lacey von 1950 vom FBI untersucht worden, als das einzige übernatürliche Licht von einer mechanischen Kamera aufgenommen. Nun, das Gott in der Feuersäule. Nun, was wird dieser Botschafter tun? In dem Gemeindeshalterbuch sagt es, dieser Botschafter von Malachi 4 und Offenbarung 10, 7 wird zwei Sachen machen. Erstens, gemäß Malachi 4, wird er die Herzen von den Kindern zu den Vätern wieder umkehren. Nun, was hat Elia getan? Isabel verteufelt. Und die ganze Mode und die ganzen Arten Sachen. Und als die Sünde gebrochen worden ist, kam der zweite Dienst. Er wird die Geheimnisse von den sieben Donnern offenbaren. Nun, er wird die Geheimnisse der Offenbarung, der Geheimnisse von den sieben Donnern in Offenbarung 10 offenbaren, welche in der Offenbarung von den sieben Siegeln drin sind. Nun, die ganzen Reiter und so weiter sind alles Symbole, aber die Bedeutung wurde von diesem siebten Engel Botschafter offenbart. Wir wussten nicht, welche Seele unter dem Altar waren, in dem fünften Siegel. Aber Amen, Bruder Brunnen sagt es. Das waren die 6 Millionen Juden, die durch Hitler, Mussolini getötet worden sind. Nun, sie haben um Vergeltung halt gebetet. Nun, wenn ihr das liest, das Gemeindezahlerbuch und die Siegel, dann werdet ihr das wissen. Nun, auch die Segel, die wurden halt geöffnet und die Wahrheit waren die Donner. Aber die Botschafter, aber die Botschaftung, die Botschaften waren die sieben Donner. Es wird dieses heilige, göttliche Geheimnis sein, was die Herzen der Kinder zu diesen pfingstlichen Vätern zurückkehren. Nun, er sagt auch an einer Stelle, die sieben Donner werden dir Entrückungsglaube geben. Nun, das ist das Zitat, welches ich habe. Er sagt, ich war nicht der Menschensohn, ich war nicht der, der dort am Fluss stand. Ich war nur der, der dort stand, als er erschien. Ich bin nicht dieser eine, der irgendetwas prophezeit.
Und die Sachen sind dann nicht so perfekt, wie sie sind. Ich bin nur in der Nähe, wenn er da ist. Ich bin nur die Stimme, die er benutzt. Und er sagt, ich muss kleiner werden, er muss größer werden. So wie Johannes der Täufer sagt. Es ist nicht das, was ich weiß. Ich muss einfach nur aufgeben, mich selber, so dass er zu mir sprechen kann. Es bin nicht ich. Es war nicht der siebte Engel. Nein, das ist die Manifestation auf den Menschensohn. Es war nicht der Engel, seine Botschaft. Es war das Geheimnis von Gottes offenbart. Es ist kein Mensch, es ist Gott. Der Engel war nicht der Menschensohn. Er war der Botschafter von dem Menschensohn. Der Menschensohn ist Christus. Er ist derjenige, von dem du dich ernährst. Du ernährst dich nicht von dem Mann, sondern von des Menschenwortes wird fallen. Aber du ernährst dich von dem unfehlbaren Körperwort von dem Menschensohn. Nun, wir wissen, dass die ursprüngliche Sünde Ehebruch war. Nun, dieses Licht ist mit uns heute wieder. In 1. Korinther 6, 19. 1. Korinther 6, 19. Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst, denn ihr seid teuer erkauft. Darum so preiset Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes. Nun, lasst uns von Bruder Branham hören. Nun, das ist das Haus Gottes. Nun, das ist das Haus, in dem Gott wohnt. Nun, nicht diese Gebäude hier, nicht diese Tempel, die mit Händen gebaut worden sind, mit Stein oder mit Holz und irgendwie eine große Glocke oder irgendetwas. Nein, ein Körper wurde für ihn vorbereitet. Jesus war der Körper von Gottes. Aber jetzt, während er gegangen ist, ist die Braut der Körper von Christus. Viele Körper von Christus. Aber ein Körper, in dem Gott wohnen kann, gehen kann, sehen kann, reden kann, arbeiten. Amen. Instrumentalisiert von Gott. Gott geht auf beiden Füßen in dir. Nun, du musst dich aufgeben, um von Gott benutzt zu werden als Instrument. Nun, die Schritte von den Gerechten sind von Gott vorherbestimmt. Ihr seid ganz besondere Leute. Ihr seid geschriebene Briefe, die von allen Menschen gelesen werden. Und wenn das Leben Christus in dir ist, dann trägst du das Leben Christus mit dir. Nun, Bruder Branham sagt, ich kümmere mich nicht um meinen Körper, sondern nur um Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit in mir ist. Darum kümmere ich mich. Nun, Bruder Branham sagt hier, nun, Bruder Branham sagt, die Gottheit ist nicht mehr im Himmel, sondern in dir. Diese gleiche Kraft, die die Welt in Existenz gesprochen hat, ist nun in diesen Menschen, die den Heiligen Geist haben. Nun, wir sitzen in himmlischen Örtern, gerade jetzt. Öffne eure geistlichen Augen heute. So, Männer und Frauen, es ist Zeit, dass wir herausfinden, wer ihr seid. Nun, der Teufel versucht euch irgendwie zu verstecken, dass ihr nur irgendwelche kleinen Leute seid oder so. Nein, ihr seid Söhne Gottes auf Gott.
Die Gottheit ist nicht im Himmel, sie ist in euch. Halleluja! Wer sind wir? Unwürdige Menschen, aber Gott hat euch auserwählt, in euch zu wohnen, um euch zu benutzen, um mit durch euch zu gehen und zu sprechen. Halleluja! Nun, ihr denkt vielleicht, dass ich verrückt bin, hat Bruder Brennan gesagt. Aber lasst mich euch etwas sagen. Wenn ihr herausfindet, dass der allmächtige Gott in euch lebt, ewiges Leben, mein Leben, was ich gebe, Zoe, das Leben Gottes ist im Menschen. Weiß Gott. Preist den Herrn. Und wir warten nur auf die Erlösung Gottes. Nun, in dir lebt die Ewigkeit. Nun, preist dem Herrn. Ihr habt Ruhe. Nun, der in dir lebt, ist größer als der in der Welt lebt. Preist dem Herrn. Nun, lass uns weiterleben. Wie sagt Bruder Brennan, mögen sie niemals das Ziel Jesus Christus aus den Augen verlieren. Möge er derjenige sein, der ihre Tempel, die Kraft und das Feuer von dem Heiligen Geist ist, auf dem Altar eurer Herzen fällt. Nun, wo ist das? In euren Herzen. Da ist, wo der echte Altar ist. Herr, ist auf dem Haar von jedem, in dem Herz von jedem Einzelnen. Und mach es zu einem Feld Gottes für die Auferstehung in Christus. Nun, wir haben Gottes Gesinnung. Die Christusgesinnung muss in der Versammlung sein. Nun, wir haben hier von diesen einzelnen wir haben von den einzelnen Zeitaltern gestern gehört. Und jetzt sind wir in dem Zeitalter von der Intelligenz. Die Gesinnung Gottes ist in der Versammlung. Und wie dieser Geist Christus zur Gemeinde geleitet hat. Und alles, das, was Gott war, hat er an Christus gegeben. Und alles hat Christus in die Gemeinde gegeben. Was auch immer du hier auf den Erden binden wirst, wirst du auch im Himmel binden. Und auch was du hier loslässt auf Erden, wird auch im Himmel losgelassen werden. Nun, die Gemeinde hat die Kraft, die Christus hatte. Nun, Christus hat die Kraft, die Gottes hatte. Und er hat gesagt, an diesem Tage wirst du wissen, dass ich bin der Vater und der Vater in mir ist und ich bin in euch und ihr seid in mich, in mir. Und dann werdet ihr herausfinden, dass Gott in seiner Gemeinde, in seinen Leuten wohnt. Das ist eine doppelte Segnung, doppelte Salbung. Und deshalb sagt auch die Bibel, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts. Amen. Preis den Herrn Jesus Christus. Apostelgeschichte 1,8. Nun, ihr werdet Kraft empfangen. Irgendwie vom Kongress oder von irgendwie einer besonderen Position, die ihr bekommt. Wann? Wann? Nein, wenn ihr den Heiligen Geist bekommt, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und die ganze Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Nun, eines Tages kam ein Zeuge Jehovas zu mir und habe ich ihn gefragt, hast du den Heiligen Geist empfangen? Und er hat gesagt, ich weiß es nicht. Und dann meinte er, du kannst nicht Zeuge Jehovas sein, wenn du nicht den Heiligen Geist empfangen hast. Wie kannst du es sein? Und dann meinte ich, dann kannst du erst ein Zeuge sein. Nun, du hast die Kraft, über der Sünde zu stehen. Und du hast die Kraft, Sünde zu überkommen und den Teufel zu besiegen und deine alte Natur
durch Wiedergeborene in dem Geist zu überwinden. Amen. Danke, Herr. Deshalb, steh auf und schein. Gut, darüber haben wir ja letzten Sonntag und Montag gesprochen. Eine beliebte Stelle. Wenn du den Heiligen Geist empfängst, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Nun, liest Timotheus 3. Nun, am Ende der Zeit werden die Menschen sich selber lieben und die ganzen Vergnügungen und so weiter. Nun, es wird dunkel sein, aber das Licht wird aufkommen. Und wo wird die Herrlichkeit sein? Über dich. Du wirst scheinen mit dem Evangelium. Und Hollywood wird einfach nur glitzern, aber du wirst scheinen. Nun, das ist kein Scherz oder irgendwas, sondern das wurde halt von Jesus gesagt. Als eine Metapher. Matthäus 5, 14, 16. Sagt es hier, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es denn allen, die im Hause sind. Nun, wir möchten keine Herrlichkeit für uns selber. Ein wahrer Prediger wird alle Ehre Herrn Jesus Christus geben. Wir bauen hier irgendwie kein Königreich in der Hierarchie auf, sondern wir bauen das Königreich Gottes. Danke, Herr. Nun, wir sind die Fortführung von der Apostelgeschichte, Buch der Apostelgeschichte. Jesus sagt, derjenige, der an mich glaubt, wird größere Werke tun als ich. Warum größere Werke? Können wir das tun, was Jesus gemacht hat? Oder man hat gesagt, großer bedeutet mehr. Weil vorher war es nur Jesus. Aber als der Heilige Geist auf die Leute gefallen ist, waren es 120 und dann kamen noch 3000 danach. Und er sagt ja, ihr werdet größere Sachen sogar tun. Er hat seinen Körper halt multipliziert. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, ihr seid sein Instrument now. Jetzt, weil er zu seinem Vater geht. Und was auch immer ihr fragt, in meinem Namen, nicht in meinem Titel, sondern in meinem Namen, das werde ich tun. Dass der Vater auch verherrlicht wird in seinem Sohn. Und wir glauben, dass Vater und Sohn nicht zwei Leute sind. Sein Vater ist eine Geistform und Jesus ist die Sohnschaft von Gottes. Gott in Fleisch geworden. Was im Herrn. Amen. Nun, Matthäus 16, 19. Und hier ist, was Jesus seinen Gläubigen versprochen hat. Wie viele, und ich werde dir die Schlüssel geben. Und wer möchte die Schlüssel haben? Satan hat nicht mehr die Schlüssel zu seinem eigenen Haus. Jesus hat ihm die Schlüssel weggenommen von Tod und Hölle. Wie gesagt, ich werde sie dir geben. Und ich will dir das Himmelsreich Schlüssel geben. Und alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden werden. Und alles, was auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Also seid vorsichtig auch, wenn du verfluchst. Genauso wie Jesus auch diesen Feigenbaum halt verflucht hat. Er hat keine Früchte mehr getragen, er wurde trocken. Jesus hat uns ja Kraft gegeben, dass du zu diesem Berg sagen kannst, geh zur Seite und er geht zur Seite. Wenn du nicht in deinem Herzen zweifelst, preis Gott, wir haben nun das gesprochene Wort, die gesprochene Wortkraft, Kraft des gesprochenen Wortes und sag nur positive Sachen, keine negativen Sachen. Sei vorsichtig mit deinen Worten. Sie haben Kraft. Nun, Leben und Tod ist in der Kraft der Zunge. Matthäus 10, heile die Kranken. Matthäus 10, 8, nun, es gibt drei Formen von dem Teufel.
Nun die natürlichen mit ganzen Krankheiten, die natürlichen Teufel. Und Jesus hat sie alle ausgetrieben. Und der zweite Teufel, die zweite Kategorie, sind die geistlichen Dämonen, Teufel mit Lust und Sorgen und so weiter. Und die dritten, das sind tatsächlich evangelistische Teufel, die predigen, die falsche Christusse sind. Das sind die schlimmsten Teufel. Das sind die schlimmsten Teufel, die wir bekommen müssen, weil sie werden die Seelen in die Hölle bringen mit falschen Lehren und Traditionen und so weiter. Nun, Markus 16, 15, 8. Geh in alle Welt. Das ist das, was wir tun. Manche von euch kommen ja aus Afrika, Asien und so weiter. Geh in alle Welt und predige das Wort zu aller Kreatur. Nun, sie haben eine Wahl. Er, der glaubt, seht ihr, wir haben hier eine Wahl. Matthäus 16, 15, 18. Geht in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Nun, Jesus sagt, deine Sünden sind schon vergeben. Du bist als Sünder geboren, aber du musst nicht als Sünder sterben. Jesus hat das Blut zur Verfügung gestellt. Er ist für dich gestorben. Alles, was du tun musst, ist glauben. Und du musst das Zeichen anwenden in deinem Leben. Und dann sollst du ewiges Leben haben. Er, der auf mein Wort hört, soll ewiges Leben haben. Und er soll auch nicht vor dem Gericht gestellt werden, sondern soll leben. Die Zeichen aber, die da folgen werden, denen, die da glauben, sind die, in meinem Namen werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden. Lass uns noch einige Zitate lesen. Nun, Bruder Brenham sagt, in diesem letzten Tage sind noch andere Leute, die unter dem Botschafter, die abschließende Stimme sind in dem abschließenden Zeitalter. Und das ist die Braut. Sagt ihr, das Wort ist in der Braut, so wie es auch in Maria war. Die Braut hat die Gesinnung Gottes. Also sie weiß, was er gemacht hat mit dem Wort. Sie führt das Wort aus in seinem Namen. Sie hat das, so spricht der Herr. Nun, wir bleiben mit dem Tape-Teaching. Wir haben das, so spricht der Herr. Nun, die in der Braut werden nur seinen Willen tun. Meine Schafe sollen meine Stimme hören. Und irgendeinen Fremden, irgendeiner Intimation werden sie nicht nachgehen. Keiner wird ihnen irgendwas anderes machen lassen. Sie haben das, so spricht er, oder sie sagen nichts. Sie wissen, dass Gott es sein muss, der die Werke tut, dass er sein Wort vollfüllt. Er hat nicht alle seine Werke abgeschlossen, als er hier auf seinem Dienst auf Erden war, sondern er arbeitet weiter durch seine Braut. Er braucht dich. Alle, die der Herr mir gegeben hat, werden schon willkommen. Keiner von ihnen wird verloren sein. Alle, die er vorher bestimmt hat, die er kannte, die hat er gerufen. Und die hat er gerechtfertigt und geheiligt. Nun, es war es noch die Zeit, dass er einige Sachen machen sollte. Aber jetzt wird Jesus durch die Braut das Werk, was er für diese bestimmte Zeit noch vollenden möchte. Er vollendet, er erfüllt es jetzt. Nun, der fünffache Dienst in Epheser 4,11 hat er uns den fünffachen Dienst gegeben. Nun, was hat er uns gegeben? Apostel, Prediger und so weiter, Lehrer, um für die Erfüllung seines Werkes, bis wir alle in die Einheit des Glaubens kommen und in diese perfekten
Form von dem Körper kommen. Johannes 1, 1. Johannes 1, 7. Also wenn wir in dem Licht wandeln, dann haben wir Gemeinschaft. Wenn du mein Gläubiger bist, bist du mein Bruder, meine Schwester, dann haben wir keine Mauern, wir haben keine Denomination. Wir haben nur Gemeinschaft, keine Mitgliedschaft, wir haben Liebe. Wir haben kein Buch außer die Bibel. Wir haben kein Gesetz, sondern Liebe. Wir haben Christus. Und das Blut von Jesus Christus reinigt uns von allen Sünden. Apostelgeschichte 2,38. Tue Buße. Nun, damit du auch Lichtträger sein könnt, seid ihr noch nicht euch bekehrt habt. Taufet euch, tut Buße und taufet euch. Nun, manche, die halt nicht Buße tun, sie kommen als nasse Sünde halt wieder raus, wenn sie taufen lassen. Jeder von euch. Nun, tut Buße und lasst euch taufen. Jeder von euch in dem Namen von dem Herrn Jesus Christus für die Vergebung eurer Sünden. Und dann sollt ihr die Gabe des Heiligen Geistes erhalten. Lord Jesus Christ, das ist der Name Gottes, von dem Sohn. Ein Name, eine Taufe, ein Glaube. Nun, ihr müsst getauft sein im Namen von Jesus Christus. Wofür? Für die Vergebung eurer Sünde. Wenn du noch nicht im Namen von Jesus Christus getauft bist, sind eure Sünden noch nicht vergeben. Nun, ich war auf den Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes getauft. Und da habe ich erkannt, es war nicht der Name, sondern es war ein Titel. Da ist keine Rettung in dem Titel, sondern in dem Namen von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Preis dem Herrn. Also habe ich mich dann nochmal unter dem Namen von Herrn Jesus Christus entsprechend begeben und mich taufen lassen, um sicherzustellen, dass ich in die Entrückung zugehe. Weil diejenigen, die in die Entrückung gehen, werden den Namen Herrn Jesus Christus gehen. Sie nehmen den Namen des Ehemanns an. Wir sind keine Baptisten, Pfingstler, sondern wir sind Christen. Wir tragen den Namen Jesus Christus. Frau Jesus Christus, das ist, wer du bist. Halleluja. Nun, lass uns ein bisschen weiterlesen hier. Vitamine vom Wort Gottes und der Botschaft. Und dann sagt, jeder von euch, nun erinnert euch, alle ihr, erinnert euch, ihr seid Gottes Werbebanner. Ihr seid Gottes Vermarkter. Nun, die Welt schaut auf euch, wer Christus ist, was Christus ist. Nun, wir wollen nicht. Wir wollen nicht von den Sachen Zeugnisse ablegen, die wir nicht wirklich sind. Also lasst uns erst das sein. Nun, in Fragen und Antworten, Hebräus 3, sagt Bruder Brennan, warum? Warum? Wir haben alles. Nun, der ganze Himmel ist hinter dir. Warum? Warum? Sie sind Botschafter vom Thron. Absolut. Ein Botschafter von Christus hat die Autorität. Alles, was Christus besitzt, gehört auch dem Botschafter. Und er sagt, geht in die ganze Welt hinaus. Ihr seid meine Zeugen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und was ist ein Zeuge? Ein Botschafter? Er ist gekommen, um von etwas Zeugnis abzulegen. Die ganze Kraft vom Himmel ist gerade in deiner Hand, ist gerade in deinen Händen. Nun, die ganze Kraft von dem Himmel ist in euren Händen. Fragt und ihr werdet geben, sucht und ihr werdet finden. Nun, wenn mein Wort in euch lebt, sagt Jesus, und ich werde in dir wohnen, fragt, was auch immer du brauchst, und es wird dir geschehen. Oh, warum tun wir nur so?
weil wir diese Sachen einfach nicht anerkennen. Ja, seid kleine Messiaser. Ich habe über Messias gesprochen, der Messiaser. Wir sind das Licht von der Gemeinde heute, das Licht von der Welt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht von der Welt. Nun, eine Kerze, die auf einem Berge steht, dass das Licht auch gesehen werden kann von überall. Wir sind das Licht. Wir reflektieren Messias Licht. Der Messias zeigt nun die Messias folgen dem Zeichen von dem Messias. Er möchte Messias, er möchte Männer und Frauen, die dieses Zeichen haben. Gesalbte. Er möchte, dass die Gemeinde mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, dass wir ihn reflektieren, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Nun, wenn die Gemeinde erkennt, wer wir sind, dann wird die Entrückung stattfinden. Nun, wir brauchen auch eine Erkennung, wer wir sind und wer du auch bist in Gottes Plan. Das ist, warum Petrus sagt, sei fleißig, um deine Auserwählung festzumachen. Nun, das sind viele, die auch wegfallen. Die sind einfach nicht sicher in ihrer Berufung. Nun, sei sicher, dass dir niemand die Krone wegnimmt. Und hier ist noch ein anderes gutes Zitat. Gott hat einen Gnadenthron. Wo ist der Gnadenthron heute? In den Herzen von Menschen. Und wie ist sie dorthin gekommen? An dem Tage von Pfingsten durch den Heiligen Geist. Nun, der Gnadenthron ist in den Herzen von den Menschen. Nun, die Shekinah-Herrlichkeit ist in dem menschlichen Herzen. Nun, das Herz ist, das Zelt von Mose damals war auch in drei Teilen. Außen, innen und der Innerste. Und so ist es auch mit dem Menschen, mit dem Körper, Körper, Geist und Seele. Nun, die Shekinah-Herrlichkeit kommt dort rein. Was ist eine Shekinah-Herrlichkeit? Es ist Gottes Gegenwart. Und wenn ein Mann oder eine Frau geht, wird sie die Shekinah-Herrlichkeit reflektieren. Also wir müssen so wandeln, wie die Bibel über uns auch spricht. Nun, hier in der Predigt, der Patriarch Abraham sagt er, wir sind mehr als Kämpfer. Sondern wir sind die Anteilhaber, Empfänger von dem, was er schon besiegt hat. Er hat den Tod schon besiegt. Er hat die Hölle schon besiegt. Er sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Nun, wir haben Sieg in Christus Jesus. Nun, er hat das Grab besiegt. Er hat Versuchung besiegt. Jetzt sind wir mehr als Überwinder durch ihn, der uns liebt. Und er gibt uns Leben. Als königlicher Same Abrahams. Und mit demselben Geist Gottes, der in ihm war. Wir sind mehr als Überwinder. Jedes Tor wurde schon besiegt. Nun, wir sind Sieger. Satan wurde schon besiegt am Kreuz. Er kann einfach nur versuchen und zu dir flüstern, aber du kannst entscheiden. Nun, du kannst Satan einfach auch nicht mehr beschuldigen. Es ist, geht um dich, der Gott antwortet. Wir sind der gleiche Geist, der auch in Gottes war. Alles wurde schon besiegt. Das Einzige, was wir machen müssen, ist es anzunehmen.
Nimm es an. Vor über 2000 Jahren wurde es schon geheilt. Amen. Jesus sagt, wenn Jesus heute kommen könnte, physisch, und würdest du auch dich anstellen und fragen, dass er dich heilt, dann könnte er sagen, ich kann es nicht tun, ich habe es schon am Kreuz von Golgatha schon gemacht. Nun, nimm es an. Genauso wie deine Sozialversicherungsnummer und deine Rente und so weiter annimmst, nimm das an, was Gott dir gegeben hat. Er wurde schon besiegt. Krankheit wurde schon besiegt. Tod wurde schon besiegt. Hölle wurde besiegt. Das Grab wurde besiegt. Alles ist besiegt und wir halten die Schlüssel durch seine Gnade. Nicht durch irgendeine Fähigkeit, die wir haben. Wir haben nichts gemacht. Wir sind nur durch Gnade gerettet. Durch Glaube, nicht durch unsere Taten, sondern von Gott gegeben. Kein Mensch sollte damit angeben. Wir haben nichts auf diese Welt gebracht. Wir sind nackt geboren. Niemand kann sagen, dass ich größer oder besser als du bist. Wir sind alle im gleichen Boot. Wir sind alle Sünder, aber durch das Blut Christus, durch seine Gnade, durch deine Barmherzigkeit sind wir alle gerettet heute Abend. Können wir Gott Applaus geben? Amen, betet ihn an. Er ist so gut. Er ist mehr als alles für mich. Hier ist noch ein Zitat von Gott. Ihr seid eine unschlagbare Armee. Wenn die Leute die wahre Offenbarung von der wahren Gemeinde erkennt, was sie ist und wofür sie steht, dann kann sie größere Werke tun und sie wird eine unbesiegbare Armee werden. Eben wie Josua. Und alle diese und Kaleb und alle diese Beispiele in der Bibel. Und hier auch in der unsichtbaren Vereinigung. Du bist die wahre, reine und sündenfreie Braut von dem Sohn des lebendigen Gottes. Jeder Mann und jede Frau, die von Jesus, von dem Geist Gottes geboren ist und durch das Blut gewaschen ist von Jesus Christus und glaubt jedes Wort, die steht so, als ob du niemals gesündigt hast. Du bist vollkommen, nicht wegen deinen Werken, sondern wegen dem Blut von Jesus Christus, das es abdeckt. Er hat für dich gestorben, für alle deine zu kurz kommen. Und durch deine und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wir sind gerettet, wir sind erlöst. Amen. Nur noch einige Zitate, bevor wir schließen. In Hebräer 6, 2, sagt Bruder Ben, Jesus durch ein Opfer vollkommen für immer in seiner Gemeinde. Nun, dadurch sind wir vollkommen in Christus. Wir sind frei von Gericht durch Christus. Nun, deshalb gibt es auch keine Verdammung für die, die in Christus Jesus sind. Wir werden niemals sterben durch Christus. Wir haben den Tod verloren und das Leben gefunden durch Christus. Nicht durch irgendeine Gemeinde, nicht durch irgendeine Denomination. Du musst nicht irgendwie ein Mitglied von irgendeiner Denomination sein. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit und der Weg und das Licht. Nee, er hat nicht gesagt, irgendwie die Protestanten und so weiter. Nein, er hat gesagt, ich bin der Weg und das Licht und das Leben. Keiner kann zum Vater kommen, außer durch mich. Nicht durch irgendwie Maria oder den Papst, sondern durch mich. Und er sagt ja, Gott ruft, wen er will. Und es ist alles durch Auserwählung. Es ist nicht er, der will oder der läuft, sondern bei Auserwählung. Wie Esau habe ich gehasst, bevor er sogar geboren ist, bevor er irgendwas Gutes oder Schlechtes getan hat. Aber Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Jeremia war auserwählt, als er immer noch in dem Leibe seiner Mutter war. Wurde er schon als Prophet auserwählt,
als er immer noch im Leibe seiner Mutter war. Ja, und ihr seid auserwählt, ihr wurdet vor Grundlegung der Welt auserwählt. Es ist kein Zufall. Wie in Epheser 1,4. Also gemäß er auserwählt worden ist. Wann? Vor der Grundlegung der Welt. Amen. Amen. Preis den Herrn. Preis Gott. Nicht heute, nicht wenn du die Botschaft erhalten hast. Nicht als du auf dem Altar vor niedergelegt ist, nein, sondern vor Grundlegung der Welt hat Gott dich in das Lammesbuch, Buche des Lammes geschrieben. Nun, Gott ist verpflichtet, dich zu finden, so wie für die 99 Schafe. Er hat nach einem Schaf gesucht. Wir sind Kinder von Anfang an. Jeder bringt nach seiner Art vor. Amen, preis den Herrn. Es ist nicht er. Es ist Gott, der Gnade gezeigt hat. Barmherzigkeit. Nun, keiner kommt durch Jesus, es sei denn, Gott zieht ihn zuerst. Nun, was hast du damit zu tun? Du hast nichts damit zu tun. Du bist komplett außen vor. Hallo, dank Gott für diese erstaunliche Gnade. Ich war ein Splint und jetzt sehe ich, war verloren und jetzt bin ich gefunden. Als sei Gott, Halleluja. Alles, was du nun tun musst, ist, du musst stark sein, mutig, so wie Joshua hier sagt. Nun, du musst auch getestet sein, ne? Joshua 1,7. Sei nur getrost und sehr freudig, dass du haltest und tust allerdings nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat, welche nicht, weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du weise handeln mögest in allem, was du tun sollst. Nun, wenn du halt groß werden möchtest, bleib mit dem Wort. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf das du haltest und tust allerdings nach dem, was daran geschrieben steht. Nun, Gehorsam ist besser als Opfer. Lese das Wort. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Halleluja, das ist Gottes Heißung. Verlange erst nach dem Reiche Gottes und alles Weitere wird dir folgen. Nun, dein Glaube wird versucht. Nun, genauso wie Hiob, der ist auch durch Versuchung und Prüfung gegangen. Halleluja. Nun, wir müssen durch Prüfung gehen. Jesus sagt, nun, Jesus sagt, diejenigen, die ich liebe, die werde ich auch prüfen. 2. Korinther 4,18. Wir sind von allen Seiten auch werden wir auch angegriffen, verfolgt. Wir müssen täglich sterben, genau wie Petrus sagt, dass der Leib Christus auch manifestiert wird in unseren Körpern. Und abschließend müssen wir gläubig bleiben, so wie die Braut Christus. Seid gläubig bis zum Ende. Kämpft den guten Kampf des Glaubens. Und macht fest das ewige Leben. 1. Timotheus 6,12 und Hebräer 12,1-2 mit der Wolke der Zeugen.
not at the mistakes of the pastor, of the mistakes of your brother and sister, looking unto Jesus. He's perfect. Darum auch wir, die weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesu, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Preist dem Herrn, Halleluja. Amen. Derjenige, der auch das gute Werk angefangen hat in dir, wird auch weitermachen. Bis zum Tage von Christus. Amen. Also, erster Alter. Er wird auch, er hat es angefangen und er wird es auch abschließen, bis zum Kommen des Herrn. Amen. Die Verwandlung, das Treffen in der Luft. Darauf schauen wir hinaus. Nun, bis dahin werden wir aber, lasst uns auch Seelen für Christus gewinnen. Amen. Es ist nicht genug, dass du empfängst, die Botschaft empfängst für dich, oder wenn er sagt, oder wenn er sagt, ich muss gar nicht predigen, weil ich wurde schon gerettet, aber ich muss trotzdem predigen. Nun, erinnert euch, als er hinter die in der folgende Zeit gekommen ist, wollte er nicht zurückgehen, aber die Seelen haben ihm gesagt, wir zählen auf dich. Wir sind Leute, die sind immer noch Braut. Und die sind in den Denominationen und die müssen rauskommen aus Babylon, dass sie nicht die Plagen empfangen und nicht Teilhaber auch von der Sünde sind. Nun abschließend in Römer 12, 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebe zum Opfer, dass der lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Nun, euer vernünftiger Gottesdienst ist nicht zur Versammlung zu gehen und lesen und zu beten, sondern euren Körper zu opfern als lebendiges Opfer, um Versuchungen auch aus dem Wege zu gehen. Nicht die Welt zu leben, und die Lüste des Auges und so weiter. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen möget, welches er sei, der gute, wohlgefällige und vollkommene Gottes Wille. Können wir es tun? Ich weiß, dass wir es tun können. Die Braut ist das Einzige, die es tun kann. Amen. Die erste Braut, die ist gefallen. Aber Halleluja, Maria hat Gottes Wort gehört und die Braut tut es so wie Maria. Amen, lass uns aufstehen und lass uns hier den Gottesdienst abschließen mit einem Lied, bevor wir beten. Mögen die Musiker nach vorne kommen und lass uns das Lied singen, Gott führt uns. Nun, die Kinder Israels wie die Feuersäule. Einige durch die Flut und einige durch die Flut, manche durchs Feuer, aber alle durchs Blut. Sometimes in the valley.
is there children? Hello, he leads us by the pillar of fire. Oh, some through the water, some through the fire. Oh, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, trials. Some through great sorrow, but God gives a song in the night, sees sun and all the day. Let's sing the last stanza now. Though sorrow befall us, though sorrow befall us, and Satan opposes, God leads. Is there children? Hello. Through grace we can conquer, amen. Defeat all our foes. God leads. Is there children? Hello. For the last time now, some through the water. Oh, some through the water. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord God, for your faithfulness, Father. Thank you, God, for your love and mercy, your tender care, Lord, for your children. Thank you, Lord God, for committing to us the ministry that we'll complete, Lord God, to finish, Lord, the course. For they without us cannot be made perfect, Lord. Long a day long. Hallelujah. Let's pray. Glory to your name, Father God, Lord Jesus. Lord, truly, we have been enlightened by the message of the hour. Lord God, we have been blessed, Lord Jesus, to be one in a million. To be part of your bride. Halleluja. Lass uns beten. Ehre zu deinem Namen, Herr Jesus Christus. Herr, wir wurden erleuchtet durch die Botschaft dieser Stunde. Herr Gott, wir wurden gesegnet, einer aus einer Million zu sein, Teil der Braut zu sein, Herr Jesus. Wir wissen nicht, Herr Jesus Christus, wir wussten nicht. Aber es bist du, der uns ausgewählt hast. Was können wir tun, als dir gehorsam zu sein und alles herniederzulegen und aufzugeben und deinem Wort zu gehorchen, deinem Dienst, um wahrhaftig und gläubig zu deinem Wort sein. Nimm alle Schwachheit, Herr, und Eitelkeit und unsere Fehler, Jesus. Reinige uns von aller Unwahrhaftigkeit. Und mögest du deinen Heiligen Geist auf uns gießen, Herr, bis zum Tage der Erlösung, dass wir dir folgen, Herr Jesus Christus, dass wir nicht nach links oder rechts fallen, sondern nur auf Jesus schauen, den Anfang und Vollender des Glaubens. Segne bitte hier die Gemeinde und auch die Versammlung, auch die, die online zuschauen antworte deinen Gebeten, Herr, und wir bitten dich, Herr, mögst du segnen, Herr, materiell und auch physisch und auch geistig und auch segne bitte Bruder Sam und auch alle die Prediger hier der ganzen Welt. Mögen wir bereit sein zu deinem Kommen, Herr. Danke, Herr Jesus. Wir lieben dich, Herr. Wir schätzen dich, Herr Jesus Christus. Bitte nimm, Herr, unser Herr Jesus Christus bitten ist und Jesus Christus Namen und die Braut sagt Amen, Amen, Amen. Some through great sorrows, but God.
Sometimes on the mount, the moon so bright, God leaves his dear children alone. Sometimes in the valley, in the darkest of night, God leaves his dear children alone. Sing it! Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrows, but God is a song. In the night season and all the day long. How many feel blessed by the word of God? Oh, something just entered into my soul. You know how the word of God liberates? How many feel liberated? You feel like light. Amen. The burden is just rolled away by what? The anointing. Amen. Wie viele wurden gesegnet durch das Sprechen des Wortes? Nun, da war etwas, was in meine Seele gekommen ist. Nun, wer fühlt sich hier wie Licht? Nun, die Sorgen, die sind einfach nur weggerollt. Nun, die Salbung des Heiligen, des gesprochenen Wortes macht die Menschen frei. Wie viele fühlen es? Diese Sorgen sind einfach weggerollt, sind nicht mehr da. Oh my. Nun, denkt darüber nach. Er lebt in uns. Diese Gottheit, dieser wahrhaftige Gott von Himmel und Erde, der in uns lebt, der hier auf Erde gewandelt, er lebt in uns, seine Kraft. Oh, das ist so viel. Kann es jemand hier glauben, dass Gott auf zwei Füßen hier läuft? Nun, es ist die Erkennung von dem, wer wir sind. Nun, wenn diese Offenbarung dein Herz trifft und erkennst, ich bin ein Kind Gottes, die Kraft Gottes lebt in mir, der Geist Gottes ist auf mir. Halleluja. Oh, Bruder, Schwester. Und dann werden auch die Werke dem folgen. Halleluja. Wie viele können es glauben? Nun, wer hat hier Nöte heute? Nun, ich glaube, dass die Salbe Gottes heute hier ist, in dem Zimmer, durch das Predigen des Wort Gottes. Haben wir einige Gläubige hier heute, die Herrlichkeit Gottes sehen? Und wie viele glauben, dass ihr schon freigemacht worden seid? Nun, dann nimm dir die Hand von jemandem und wir werden jetzt gemeinsam beten, weil hier gibt es einige Nöte. Und die Nöte haben, oder Ron, please, komm zurück, lass uns für die Nöte beten von diesen Menschen. Komm bitte, komm, Preis, Ehre sei Gott. Nun, nimm jemands Hand, jemand, der in deiner Nähe ist, nimm seine Hand. Nun, nimm die Hand von jemandem. Es ist ein Kontakt. Hast du eine Not in deinem Herz? Nun, wir beten zum allmächtigen Gott unter dieser Salbung und dieses Wort, was der Bruder gepredigt hat. Nun, wir brauchen Antworten, wir brauchen Antworten. Ist das richtig? Nun, das Predigen des Wortes Gottes ist das eine, aber die Antworten müssen auch kommen. Und wir glauben es. Amen. Und jede Not auf deinem Herz, mögest du dort liegen und nimm dir eine Hand und mögen wir zum allmächtigen Gott beten und nach den Antworten fragen. Oh, Herr Gott,
Und wir erkennen durch das Wort, durch das Predigen des Wortes Gottes, dein Diener hat gepredigt, dass die Gottheit in uns wohnt. Dass Gott hier mit zwei Füßen hier wandelt. Und in einem besonderen Moment, wenn wir erkennen, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin ein Kind Gottes, und das ist meine Erbschaft. Und der Feind versucht, die Erbschaft wegzunehmen. Aber ich stehe und verteidige mein Gebiet. Nun, möge die Salbung auf uns kommen. Und jetzt ist die Salbung hier in diesem Gottesdienst gekommen durch das Predigen des Wortes Gottes und deine Menschen halten die Hände als Kontaktpunkt und für die Nöte, Herr, die wir heute Abend haben und weil die Salbung auf uns ist und die Gottheit, die in uns wohnt, erkennen wir unsere Position. Und nicht durch Taten, sondern durch deinen Geist, Herr, durch Salbung, die auf uns ist. Dort zeugen wir, dass wir sagen, dass die Kranken geheilt sind, dass die Menschen hier befreit sind heute Abend durch deine heilende Kraft. Wir erklären hier die Kranken als geheilt. Alle, die heute Abend glauben, Herr, an deine Wunder. Ja, wir wissen, dass du Wunder machen kannst. Und dass sie die Ergebnisse sehen, Herr, dass viele geheilt werden, dass die Menschen befreit werden, dass Dämonen fliehen, dass sie leben können. Herr, wir haben gehört, dass wir unser Leben unterordnen müssen, Herr, dir, dass wir, Herr, wir unterordnen unser Leben, unser Körper, alles unter dir, Herr, dass du uns benutzen kannst, Herr, dass wir wahre Lichtgeber dieses Zeitalters sein können. Gerade jetzt, während wir beten, während die Salbung von Gott, die Heiligungskraft hier auf deinen Leuten hier in der Gemeinde liegt, die nach Hilfe von dir fragt, mögen sie es empfangen, weil das Wort Gottes ist gekommen, Herr, und entfältigt sich. Und durch diesen Glaube Gottes nehmen wir jeden Sieg an für alle deine Söhne und Töchter. Wir sind Überwinder, wir sind keine Verlierer, wir sind Überwinder, Sieger. Und durch das Wort Gottes beanspruchen wir jeden Sünder, jedes Leben, jede Seele hier und beanspruchen wir Heilung für deine Leute. Mögen die Kranken geheilt und die Krüppel laufen und die Blinden sehen und Dämonen fliehen, dass sie frei werden und dass sie wahrhaftig die Lichtgeber dieses Zeitalters werden. Bitte, gib es uns, Herr Jesus Christus, ermögliche es durch dein Wort, es ist deine Verheißung. Du hast die Verheißung gegeben und wir glauben es. Du hast gesagt, fragt und euch werdet gegeben. Durch die Autorität des Wort Gottes befehlen wir jede dämonische Kraft, dass sie die Menschen verlässt. Wir befehlen jede Krankheit, dass sie die Menschen verlässt. In dem Namen von Jesus Christus mögen sie gehen und springen und fröhlich sein und Herrlichkeit auf den Namen von Jesus Christus kommen. Wir danken dir, wir heiligen deinen heiligen Namen, segnen deinen heiligen Namen. Und es sind einige, die hier nach Arbeit suchen, Herr, und Beförderung kommt durch dich, Herr, und mögen sie ihre Familien ernähren können, Herr. Gib es ihnen, Herr Jesus Christus. Ich danke dir und ich segne deinen heiligen Namen, weil das Wort Gottes die Befreiung gibt, die zu uns spricht und der Glaube Gottes baut sich auf, Herr Jesus Christus. Und wir drücken die Dunkelheit weg und die Dämonen
dämonische Kraft drücken wir weg durch die Salbung von dem Heiligen Geist, die auf deinen Leuten ist, gerade jetzt. Gott, ich bitte es, mögest du den Sieg durch Jesus Christus geben, ich bitte es, wie viele glauben es. Ehre sei Gott, Ehre sei Jesus Christus, Halleluja. Herr, wir danken dir. Herr, wir segnen deinen Namen, Halleluja. Wir ehren deinen Namen. Ich glaube von ganzem Herzen, dass es Zeugnisse geben werden. Echte Zeugnisse, die auch hier aus dem Gottesdienst hinauskommen. Warum? Weil das Wort Gottes sich entfaltet hat. Halleluja. Jemand glaubt Gott heute. Ihr Söhne Gottes, ihr Sohne, Töchter Gottes, die die Gottheit in euch leben habt. Halleluja. Lasst uns jede Krankheit, jede Schwachheit, jede Kraft vom Feind hinausdrücken, bis der Körper vollkommen vom Heiligen Geist übernommen wird. Halleluja, das Licht dieser Welt. Wir wandeln in dem Licht. Represented on the line, Mexico, United States, Germany, India, Brazil, Pakistan, Malawi, France, St. Martins, Venezuela. Nun, kennt ihr die ganzen Länder, die jetzt hier repräsentiert sind? Mexiko, USA, Deutschland, Indien, Brasilien, Pakistan, Malawi, Frankreich, Saint Martin, Venezuela, Kanada, Halleluja. Und Pastor Fenerfehl, Pastor Lola Skutsch, der online ist, Pastor Douglas, der online ist, Pastor Caleb Vagas, der auch online ist, Pastor Akram, Russian, Joshua Sink, der online ist, Kent Griffiths, und die ganzen Prediger hier von Gott hier heute Abend. Wie viele wurden von Gott gesegnet? Halleluja. Morgen sind wir wie hier am Tag 4. Der Pastor Michael Nutter kommt wieder zurück. Halleluja. Die Taten von dem Herrn Jesus Christus, den Menschen. Lade deine Freunde ein, das Wort Gottes, das Leben transformiert, bewandelt. Halleluja, wie viel Glauben es? Nun, lass es singen. Lord, bless your people. May the peace of God that passes all understanding rest upon them. Bless your servants on the line, all the translators who are working so hard. Nun, du fühlst dich komplett frei. Herr, bitte segne deine Menschen. Segne deine Leute. Segne deine Diener, die online sind. Alle die Übersetzer, die so hart arbeiten, die Heiligen Gottes. Segne sie in dem Namen Jesus Christus, bis wir sie morgen wiedersehen, um 7 Uhr hier in der Gemeinde, in Jesus Christus. Amen. Jesus Christus Namen, Amen. Also, ich sehe euch im Keller für ein bisschen Gemeinschaft. Amen. Nun, ihr seid entlassen. Shining all
Oh, it's just burning in my heart, shining all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of God bless you. We're dismissed. I'll see you in the basement. Welcome.